Heute thematisiere ich mit dir zusammen das Thema Ansteckung aus Sicht der germanischen Heilkunde Bleib dran. Heute möchte ich dir einen Erfahrungsbericht von mir selber bekannt geben. Und zwar, auch wenn ich die germanische Heilkunde kenne, tappe ich doch immer mal wieder im Dunkeln, bis mir dann endlich das Licht aufgeht. Ja, und so war es auch dieses Mal. Meine Tochter kam, sagte, ah, ich habe ein bisschen Halsweh, ich bin ein bisschen erkältet, nicht so voll im Saft, es geht mir einfach nicht so gut. Ja, ich habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. Ich dachte, ja, das kommt und geht, nichts Dramatisches. Auf einmal hatte ich den Gedanken, das könnte ja Corona sein. Ich habe es total isolativ empfunden, auf dem falschen Fuß erwischt und es war für mich hochakut dramatisch, denn ich habe gedacht, oh, dann muss sie in Isolation, ich muss in Quarantäne, ich kann nicht da, ich kann nicht dort. Oh, Hilfe Wilma, was mache ich bloß? Ja, und dann habe ich wieder gedacht, ja Moment, Corona, ich denke zu wissen, dass das gar nicht so ist, wie man da draußen erzählt. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen beruhigt. Aber trotzdem, der Schrecken ist gesessen. Am nächsten Tag hatte ich dann Genickschmerzen. Ich hatte Muskelverspannung, mir tat alles weh, der ganze Nackenbereich, ich konnte mich kaum bewegen. Ja, ich habe gedacht, oh je, jetzt hat es auch mich erwischt. Immer noch hatte ich den Schleier vor den Augen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zu meinem Naturheilmittel gegriffen, mein Artemisia genommen. Und wie es immer ist, wenn ich das nehme, es geht mir gerade sofort besser. Auf jeden Fall konnte ich die Brücke schlagen und die Symptome haben abgenommen. Als ich dann wieder so klar denken konnte und alles analysiert habe, was ist jetzt eigentlich da genau mit mir passiert, habe ich auf einmal realisiert, ach Moment, ich hatte einen Angst-im-Nacken-Konflikt. Ja natürlich, dieses Ereignis mit meiner Tochter, mit diesem Gedanken, ach das könnte Corona sein, hat mich echt aus der Bahn geworfen. Und ich konnte das dann auflösen, weil ich ja glaube zu wissen, wie das alles läuft mit Corona. Und dementsprechend konnte ich die Gefahr da rausnehmen und habe mich sicher gefühlt. Und so war es dann auch. Ich hatte noch 1,5 Tage diese Schmerzen akut im Nacken. Ich konnte das dann lösen ein bisschen mit Trampolinspringen, mit Übungen machen, Dehnübungen und so weiter und eben meinem Artemisia. Und der folgenden Tag war dann eigentlich alles verschwunden, die Welt war wieder in Ordnung. Ja, aber da habe ich mal wieder gemerkt, wie das läuft. Man kommt so schnell in einen Schrecken, auch wenn man glaubt, dass man schon alles weiß. Man weiß einfach nie alles oder man vergisst es einfach wieder im richtigen Moment. Ja, und wenn ich mir jetzt denke, dass die Leute da draußen, vielleicht auch du, ich weiß es nicht, wirklich mit dem betreuten Denken unterwegs sind, darunter verstehe ich Zeitung lesen, Nachrichten schauen, Radio hören und die ganze Zeit immer nur Corona, Corona, Corona hören und gefährlich und Angst verbreiten, da kann es wirklich ganz einfach passieren, dass man sich daran ansteckt, weil man einfach in Angst und Schrecken versetzt wird. Wäre ich jetzt komplett unwissend gewesen, hätte das noch einen Stinke-Konflikt ausgelöst. Ich dachte, ach nein, warum nicht mir und. Und dann hätte ich noch eine laufende Nase bekommen. Und dann hätte ich Angst bekommen, dann wäre es mir auf die Lunge geschlagen. Und so geht's weiter. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr über die germanische Heilkunde erfahren willst, dann empfehle ich dir wirklich wärmstens die Lernvideos von Helmut Pillar zu konsumieren. Und zwar, er erklärt das alles so sachlich und präzise. Er selber hat das Wissen von Dr. Hamer bekommen, aus erster Hand. Und Dr. Hamer hat ihn auch zum Referent der germanischen Heilkunde ernannt. Ja, was kann man Besseres machen, als direkt aus dieser Quelle zu lernen? Zu den Lernvideos gelangst du über den Link unterhalb dieses Videos. Und wenn du darüber buchst, dann hilfst du auch mir und unterstützt mich in meinem großen Ziel, die germanische Heilkunde nach außen zu tragen, dass eben genau solche Sachen nicht mehr passieren. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, nachhaltige Gesundheit. Deine Rita von gesundundfrisch.ch.